Ja, wir Menschen haben schon ein sehr seltsames Verhältnis zu den Tieren. Wir lieben die einen und verschlingen die anderen. Und ich vermute mal, die wenigsten von Ihnen, die Fleisch essen, können mit ansehen, wie ein Tier geschlachtet wird. Warum also diese Widersprüche? Müssten wir unseren Umgang mit den Tieren vielleicht von Grund auf überdenken? Darüber spreche ich heute mit dem wohl populärsten Philosophen Deutschlands, mit Richard David Precht. Für ihn gibt es zwei Kategorien von Tieren. Die eine glaubt, dass es zwei Kategorien von Tieren gibt und die andere hat darunter zu leiden. Herzlich willkommen. Gerne. Ja, Herr Precht, waren Sie eigentlich schon mal in einem Schlachthof? Ich bin einmal in meinem Leben in einem Schlachthof gewesen. Das war 1996 bei den Recherchen für das Buch, was ich damals über das Verhältnis von Mensch und Tier geschrieben habe. Und da habe ich mir auch einige Massentierhaltungsbetriebe angeschaut und auch Legebatterien. Was hat das ausgelöst? Es hat eigentlich bestätigt, was man vorher ja aus Filmen schon kannte und wusste. Insofern war es keine völlig neue Erfahrung, weil gerade zu dem Zeitpunkt in den 90er Jahren gab es sehr, sehr viele Dokumentationen darüber. Und die haben vor allen Dingen erstmal was ausgelöst. Und der Geruch, das ist ja etwas, das man in Bildern nicht hat. Ja, das stimmt. Ja, also der Geruch kommt sicher noch ganz intensiv dazu. Und ja, selbstverständlich, das ist was Verstörendes für jemanden, der das nicht gewohnt ist und der auch nicht abgestumpft ist. Für den ist in einem Schlachthof zu sein kein Vergnügen, das kann man wohl sagen. Trotzdem plädieren Sie dafür, dass eigentlich alle Menschen das einmal im Leben tun sollten. Etwa in der Schule zum Beispiel. Ja, also ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass das keine realistische Forderung ist. Mhm. Aber ich möchte die Leute zumindest zum Nachdenken darüber anregen. Also ich glaube, wenn man, sagen wir mal, in der 7. oder 8. Klasse der Schule einen Biologieunterricht oder einen Sozialkundeunterricht, eine Expedition macht und Schlachthöfe besichtigt, dann würde wahrscheinlich die Hälfte der Schüler anschließend kein Fleisch mehr essen. Wir können jetzt hier keine Schlachthofbesichtigung machen, aber wir können Bilder zeigen, Videoausschnitte, und das werden wir tun, gleich am Anfang der Sendung, damit wir sehen, was da eigentlich tagtäglich geschieht. Und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie sensibel sind, möchte ich Sie warnen, sind ein paar Bilder dabei, die nicht so appetitlich sind. Ein Schlachthaus im basellandschaftlichen Gelterkinden. Hierher bringt der Bauer seine Tiere noch selber. Die Anfahrtswege sind kurz. Die Tiere stammen alle aus artgerechter Haltung. Das Kalb, wenn es aber reinkommt, ist halt gleich noch etwas Herziges, trotzdem. Tut Ihnen heute noch ein bisschen weh? Es tut einem nicht weh, aber es ist, wie soll ich sagen, eine Zweckhandlung. Aber es ist doch irgendwie, ist es für Sie eine Arbeit wie jede andere Arbeit? Man muss die Arbeit so anschauen, man muss die respektvoll angehen. Weil es ist ein Lebewesen und das hat einen gewissen Respekt und einen Anstand verdient. Und so muss man umgehen mit diesen Tieren. Mit dem Bolzenschuss wird das Tier lediglich betäubt. Danach haben die Metzger 20 bis 30 Sekunden Zeit, das Tier mit einem Schnitt durch die Kehle ausbluten zu lassen. Aufregung besteht eigentlich nur in dem, dass der Transport ist, wo sie nicht gewohnt sind, und eine Umgebung, wo sie reinkommen, wo nicht gewohnt ist. Und sonst denke ich nicht, dass es eine grosse Veränderung ist. Auch die Gerüche, und meine, ja, sicher, die ungewohnte Umgebung. In meinem Stall schmeckt anders als ein Schlachthaus, oder? Das ist ja ganz klar. Und wenn wir noch jemand anders ankommen, den wir nicht kennen, sind wir auch ein bisschen unsicher, oder? Oder verängstigt, je nachdem. An diesem Morgen werden hier in diesem Familienbetrieb 25 Schweine geschlachtet. Ihnen sind drei Kälber und ein Rind vorangegangen. Pro Jahr werden in der Schweiz laut Proviant 64 Millionen Tiere geschlachtet. Die Betäubung der Schweine erfolgt mit der Elektrozange. Nach dem Ausbluten werden sie gebrüht und enttarnt.
Ja, der Metzgermeister spricht von Respekt gegenüber den Tieren und einer schmerzlosen Tötung. Ist denn das respektvoll, was da passiert? Ja, also ich glaube, Menschen sind unglaublich begabt darin, das, was sie tun, mit moralischen Rechtfertigungen zu versehen, weil man sich wahrscheinlich sonst nicht gut fühlt. Mhm. Und so wird er sich einreden, dass das respektvoll ist, was wir da gerade gesehen haben. Aber ich denke, der größte Teil der Zuschauer wird diesen Respekt nicht wahrnehmen. Aber das Tier wird schon richtig betäubt dann durch diesen Bolzenschuss oder bei den Schweinen durch diese Elektrozange. Die spüren dann nichts mehr von der aber also das Interessante war ja, dass in dem Film gesagt wurde, die Tiere sind deswegen irritiert, weil es eine ungewohnte Umgebung ist. Mhm. Das ist natürlich nicht falsch, aber es ist nicht das Einzige. Tiere sind schon sehr sensibel. Die kriegen schon mit, dass das ein Ort des Todes ist. Die haben einen sehr feinen Geruchssinn. Ja, die können ihre toten Artgenossen, das Blut und so weiter, riechen und wittern. Ja, die merken in dem Moment, dass hier etwas ganz, ganz Furchtbares passiert. Das ist etwas, was sie mit ihrem Verstand vielleicht nicht greifen können, aber etwas, was sie ganz tief empfinden. Können Sie das belegen? Sieht man das am Verhalten der Tiere? Haben Sie gesehen, wie die Ohren von dem Schwein gezittert haben, wie das geguckt hat? Ja, das ist ja nicht das Alltäglichste von der Welt, was da passiert. Sondern die Tiere sind nicht nur wegen des Umgebungswechsels verstört. Es ist ja völlig klar, ich meine, viele dieser Tiere, Schweine zum Beispiel, orientieren sich vor allen Dingen durch den Geruchssinn. Mhm. Das heißt, deren Geruchssinn ist sehr, sehr viel sensibler als ihre Sehkraft. Und natürlich bekommen die über den Geruchssinn völlig mit, was da abläuft. Mhm. Also ohne es vielleicht zu begreifen, aber natürlich haben die Panik. Also wir haben jetzt hier Beispiele gesehen von Schweinen, die nicht quieken. Also was ich im Schlachthof gesehen habe, waren sehr, sehr laut schreiende. Das wäre ein klares Indiz dafür. Quiekende Schweine, die völlig verstört waren, als sie vom Transporter runterkamen und so weiter. Mhm. Mhm. Gibt es denn tierfreundliche Arten der Tötung oder der Schlachtung, zum Beispiel Weideschlachtung? Ja, also in letzter Zeit gibt es ja die neue Theorie, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir die Tiere einfach schön auf der Wiese halten würden und wie ein Jäger, die einfach vom Hochsitz runter erschießen und gut ist. Ja. Also möglicherweise ist das eine artgerechtere Form der Tötung, obwohl es uns im ersten Augenblick sehr verstörend erscheint. Vor allem für die Tiere, die außen rumstehen dann wahrscheinlich, oder? Ja, die, das mit ansehen. Die müssen das genauso mit ansehen. Sonst müsste ich ja die Tiere erstmal in ein Einzelgehege machen, wo ich sie erschieße. Wie man es auch wendet und dreht. Ja, man kommt überhaupt nicht daraus, dass man das Gefühl hat, das, was wir hier tun, ist nicht in Ordnung. Verdrängen wir das, diese Realität? Ja. Also der Mensch ist sehr begabt darin, die Dinge zu verdrängen. Wir denken ja auch nicht jeden Tag über unseren eigenen Tod nach. Wir denken nicht jeden Tag darüber nach, wie viele Menschen in den Ländern der sogenannten Dritten Welt sterben. Und auf eine ähnliche Art und Weise sind wir auch begabt darin, das, was hinter den Kulissen, was haben wir gerade für Zahlen gehört, 64 Millionenfach oder so allein in der Schweiz stattfindet, einfach möglichst nicht wahrzunehmen. Und die meisten Zuschauer werden jetzt diesen Film nicht gerne gesehen haben, aber sie werden in der Lage sein, das innerhalb kurzer Zeit wieder zu verdrängen. Und in ein, zwei Tagen schmeckt ihnen das Fleisch wieder. Jetzt leben wir erleben in der heutigen Zeit oder seit einigen Jahren, Jahrzehnten vielleicht einen Trend von hin zu Vegetariern, zu Veganern. Warum ist das eigentlich so? Warum gerade heute? Das ist eine Frage der Sensibilisierung. Also aller moralischer Fortschritt in der Gesellschaft ist abhängig davon, wie sensibel eine Gesellschaft ist. Und wenn man jetzt eine lange Linie zieht, im Verhältnis zwischen Mensch und Tier, dann kann man ablesen, dass in sehr viel früheren Kulturen, so in den Wildbeutergesellschaften, da haben wir das auch heute noch, die Menschen sehr respektvoll mit Tieren umgegangen sind. Das heißt, sie haben sie schon gejagt, aber dann haben sie sich bei den Göttern entschuldigt dafür, dass sie sie töten müssen. Und Tiere waren ein Teil der Mitwelt, also sie waren spiritualisiert. Götter waren tiergestaltig. Wir sehen das ja noch bei den alten Ägyptern. Ein großer Teil der Götter ist tiergestaltig oder tierköpfig. Und dieser Bewandtniszusammenhang, in dem Menschen sich mit Tieren verbunden gefühlt haben, gemeinsam der Natur ausgeliefert, gemeinsam himmlischen Mächten ausgeliefert, der wird in dem Moment zerstört, als der Mensch anfängt, systematisch Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, also durch die neolithische Revolution. Die Landwirtschaft beendet das spirituelle Verhältnis zum Tier. Und dann haben wir ganz lange diese Agrargesellschaften gehabt, also seit der Jungsteinzeit bei uns. Und in diesen Gesellschaften ist das Verhältnis zum Tier entfremdet. Mhm. Und in den modernen Großstädten haben wir nichts mehr mit diesem landwirtschaftlichen Leben zu tun. Das heißt, wir entfremden uns jetzt von der Entfremdung und gewinnen quasi über einen zweiten Bildungsweg ein sensibles Verhältnis zu Tieren wieder zurück. Das ist das, was sich im Augenblick in vielen Ländern der westlichen Welt ereignet. Mhm. Also total Entfremdung, gleichzeitig so sensibel, genau, wie noch über die totale Entfremdung entsteht sozusagen neu die Sensibilität. Und wenn ich Sie jetzt frage, Sie haben dieses Buch geschrieben, Tiere denken. Vor 20 Jahren haben Sie das erste Tierrechtsbuch geschrieben, oder Tierethikbuch. Warum müssen wir uns mit diesem Thema befassen? Weil Philosophen, ich meine, es gibt ja genug Elend und andere dringende Probleme auf der Welt. Migration, Armut, Elend. Also erstmal gibt es natürlich auch einen Zusammenhang.
Also es gibt zwei Arten, die Frage zu beantworten. Die eine ist zu sagen, es geht in der Ethik nicht immer darum, das Wichtigste zu tun. Das ist eine ganz, ganz wichtige Einsicht. Das Wichtigste zu tun. Ja, also wenn alle Menschen immer sagen würden, was ist denn eigentlich in moralischer Hinsicht das größte Problem der Menschheit? Ja. Dann müssten sich alle ausnahmslos für dieselbe Sache engagieren und für alle anderen Sachen würde sich keiner mehr engagieren. Ja, das wäre ein ganz eigenartiges Bild. Also alle würden gegen den Hunger in der Welt oder alle würden gegen den Klimawandel und alles andere würde sein gelassen. Mhm. Da würde man sich jetzt nicht mehr drum kümmern. Keinen Artenschutz mehr. Später und sowas. Genau, weil das nicht so wichtig ist. Ja. Das ist natürlich eine seltsame Vorstellung von Moral. Das Zweite ist, sehr viel Elend in der dritten Welt hängt tatsächlich unmittelbar mit der Tierhaltung zusammen. Inwiefern? Und sehr viel Elend für die gesamte Menschheit hängt damit zusammen. 60% der Böden werden für Tierfutter genutzt, der landwirtschaftlichen Anbauflächen. Und das ist unvorstellbar viel Land, was natürlich sonst zur Verfügung stünde, zum menschlichen Getreideanbau zum Beispiel oder anderen Lebensmittel, Gemüseanbau. Mhm. Das wird aber einzig und allein genutzt. Also Nordrhein-Westfalen ist jede zweite Fläche, ist ein Maisfeld für die Massentierhaltung. Das ist also alles, was nicht Menschen zugutekommt, sondern nur über den Umweg der Tierhaltung Menschen und auch nur bestimmten Menschen. Mhm. Das Zweite ist die ökologische Katastrophe. Also wir alle wissen von den Methanausscheidungen der Rinder, die ein ganz gewaltiger Klimakiller sind. Dann natürlich auch die ganzen Ammoniak-, Nitrat-, Nitritvergiftung der Böden. Mhm. Das geht von da aus ins Grundwasser, das geht über die Flüsse in die Meere, das verseucht die Meere. Von allen ökologischen Bedrohungen, die wir heute haben in der Welt, also einschließlich in unseres Gefahrenindustrialismus, unseres Verkehrs, ist die Landwirtschaft, insbesondere die Tierhaltung, der schlimmste Killer überhaupt. Wahnsinn. Ja, wir haben hier eine Grafik, die das zeigt, was eigentlich ein Kilogramm Rindfleisch, was das alles braucht. Ja. Das ist wirklich eindrücklich. Auch wie viel Wasser da gebraucht wird. Ja, also es ist also nicht nur aus ethischer, sondern auch aus ökologischer Perspektive so, dass wir diese Form von Massentierhaltung nicht mehr weiter betreiben dürfen. Mhm, mh. Klar, es gibt natürlich auch Unterschiede. Zum Beispiel in der Schweiz muss man weniger stark bewässern. Das muss man vielleicht noch sagen. Das ist natürlich ein globaler Durchschnitt. Mhm. Und jetzt die Frage, kann man das irgendwie ändern? Zum Beispiel, indem man den Rindern Futter gibt, wo sie dann nicht so viel rülpsen und nicht so viel Methan rauslassen zum Beispiel? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es die eine oder andere. Ja, aber ich glaube, das handelt sich dabei um Schönheitsoperationen an einem krebskranken Patienten. Ja, also das große Problem besteht in dieser Massentierhaltung. Und wir können durch kleine chirurgische Eingriffe das Problem nicht wirklich lösen. Das wird wahrscheinlich nur noch größer, wenn jetzt China und Indien und so weiter. Naja, wir haben riesige Wachstumsmärkte, die beiden Länder, die Sie angesprochen haben, China insbesondere. Mhm. Es gibt heute 200 Millionen Chinesen, die Möglichkeit haben, Fleisch zu essen, die vorher die Möglichkeit so gut wie überhaupt nicht hatten. Also die ganz, ganz arme Reisbauern waren und für die Fleisch ganz, ganz selten war. Und die in die Städte drängen und dort als Industriearbeiter, als Wanderarbeiter leben und dann auch mittlerweile in der Lage sind, ist eben fleischliche Nahrung zu kaufen. Mhm. Und deswegen weltweit wächst die Nachfrage nach Fleisch mehr und mehr. Also wir müssen einfach aus ökologischen Gründen weniger Fleisch essen, sonst bräuchten wir einfach mehrere Erden. Aber es nützt gar nichts, wenn die Menschen beispielsweise in Deutschland sagen, wir essen kein Fleisch mehr, weil die deutschen landwirtschaftlichen Intensivhalter, wie sie sich selber nennen, also die Massentierhalter, ja nicht für den deutschen Markt produzieren, sondern mittlerweile für einen Weltmarkt produzieren. Mit der Folge, dass ein deutscher Bauer an einem Schwein, was er vom Ferkel an großzieht bis zum erwachsenen Schwein, wenn er sehr viel Glück hat, 6 Euro verdient. Wenn er Pech hat, vielleicht nur 2, denn all diese Dinge sind ja auch noch Gegenstand von Spekulationen an der Börse. Hm. Also Warentermingeschäfte. Hm. Ich meine, dieses ökologische Problem, das ist das eine. Und das andere, über das möchten wir jetzt ein bisschen sprechen, das ist das tierethische Problem oder das Tierwohl. Und da gibt es ja in der Schweiz, wie in vielen Ländern, ein Tierschutzgesetz. Mhm. Und ich möchte mal vorlesen, was da drin steht. Wer mit Tieren umgeht, hat erstens ihren Bedürfnissen in bestmöglicher Weise Rechnung zu tragen und zweitens, soweit es der Verwendungszweck zulässt, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen, es in Angst versetzen oder in anderer Weise seine Würde missachten. Und im deutschen Tierschutzgesetz steht, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden, Schäden zufügen. Genau. Reicht denn das eigentlich nicht, was da drin steht? Ja, im Prinzip würde das reichen, aber es ist zu keinem Zeitpunkt ernst gemeint gewesen. Also Tierschutzgesetze sind entstanden gegen unnötige Tierquälerei. Das ist ihre historische Wurzel. Und der vernünftige Grund, aus dem man Tieren nun Leiden und Schäden zufügen darf, ist jeder erdenkliche, ökonomisch sinnvolle Grund. Also Menschen tragen gerne Pelzmäntel, deswegen ist es legitim, Nerze zu vergasen.
dass dieses Bedürfnis ist ein vernünftiger Grund. Das ist in der Auslegung des Tierschutzgesetzes, das tatsächlich ein Tiernutzungsgesetz ist, ja, ist es ein vernünftiger Grund. Ja, das ist natürlich nicht etwas, wo wir sagen, als Philosophen vernünftig sagen würden, sondern vernünftig ist ein Synonym für ökonomischer Grund. Ja. Und es ist interessant, wir haben ja so viel Kosmetik eingeführt. Im Schweizer Gesetz steht das Wort Würde, im Deutschen auch. 1986 ist auch die Würde des Tieres ins Tierschutzgesetz reingekommen. Was bedeutet das? Ja, da heißt es, es geht darum, die Würde des Tieres als Mitgeschöpf, ja, ein Pietistenwort aus dem 17., späten 17., frühen 18. Jahrhundert, das man da reingemacht hat. Also man hat das Ganze mit einem goldenen Mantel verbrämt, der in einem völligen Widerspruch steht zu diesem Gesetz. Denn das Tierschutzgesetz handelt über die wenigen Seiten, aus denen es besteht, die ganze Zeit vom fachgerechten Töten. Ja, und nicht von der Sensibilisierung gegenüber dem Tier und von was, bei Würde, da denken wir an Liebe, dann denken wir an Hege und vieles andere mehr. Diese Dinge tauchen im Tierschutzgesetz gar nicht auf. Das ist ein kurzer Text über das Töten. Gibt es denn aus Ihrer philosophischen Sicht vernünftige Gründe, ein Tier einzusperren und zu töten? Also es hat ja in der Geschichte der Menschheit viele Kulturen gegeben, die ohne den Verzehr von Fleisch nicht hätten existieren können. Sehr lange galt das für die Inuits in Alaska zum Beispiel und Grönland. Das hat auch für die Neandertaler gegolten, ja, als sie in Regionen vordrangen, in denen im Winter keine fetten Pflanzen wuchsen, von denen sie sich ernähren konnten und die sie auch nicht einlegen konnten, also nicht, noch kein Sauerkraut machen. Mhm. So. Und das würde ich sagen, also wenn es ums Überleben geht, dann ist das Töten eines Tieres auch aus meiner Sicht ein vernünftiger Grund. Und sind wir uns allerdings einig, dass in unseren Gesellschaften es nirgendwo ums Überleben diesbezüglich mehr geht? Also wir brauchen kein Fleisch. Nein, das weiß jeder, dass der Mensch kein Fleisch braucht. Man kann lange darüber streiten, ob es wirklich gesund ist, sich vegan zu ernähren. Da bin ich auch kein Experte. Aber Vegetarier zu sein, ist medizinisch unbedenklich. Es ist sogar unterm Strich gesünder. Mhm. Wie ist es eigentlich mit Labels? Es gibt ja diese Bio-Labels oder Demeter oder Naturbeef und so weiter in der Schweiz. Mhm. Ändert das die Sache, sowohl auf ökologischer als auch auf tierethischer Ebene? Also ich finde natürlich ernst genommene, ja, ökologische oder biologische, sensible Tierhaltung natürlich sehr viel besser als Massentierhaltung. Das ist für mich nicht das Gleiche. Also ob das Tier zeit seines Lebens ein halbwegs glückliches Leben hatte oder ob es eingepfercht auf weniger als ein Quadratmeter pro Schwein in riesigen Hallen ist, mit einer großen Tätowierungsnummer auf dem Rücken und das Tageslicht nicht sieht, das ist natürlich nicht das Gleiche. Also da würde ich auf jeden Fall eine Abstufung machen. Nichtsdestotrotz könnte ich mir eine zukünftige Gesellschaft vorstellen, in der irgendwann die Biobauern an dem gleichen Pranger stehen, an dem jetzt die Massentierhalter stehen, nämlich dann, wenn die Massentierhaltung abgeschafft ist. Es gibt ja viele Philosophinnen und Philosophen, Tierrechtler, die sagen, eben diese Unterscheidung, die ist eigentlich irrelevant zwischen Tieren, die ein bisschen besser gehalten werden als andere, sondern wir müssen diese ganze Nutzung von Tieren abschaffen. Und das Ganze beginnt spätestens mit Peter Singer 1975, mit der Befreiung der Tiere, australischer Philosoph und Utilitarist. Mich interessiert, bevor wir über das sprechen, noch die Tradition in der Philosophiegeschichte des Tierrechtsdenkens. Mhm. Wo beginnt das eigentlich? Was sind so die Leitplanken? Also die ganz frühen Anfänge gehen tatsächlich zurück bis in die Aufklärungszeit. Es hat im Deutschen einen Mainzer Philosophieprofessor gegeben, den eigentlich keiner kennt, namens Wilhelm Dietler. Er hat nicht nur ein Buch über Logik geschrieben, sondern auch ein Buch mit dem Titel Gerechtigkeit gegen Tiere. Und da wird zum ersten Mal die Forderung aufgestellt, dass Tiere Rechte haben sollten. Im deutschsprachigen Raum. Noch etwas älter ist die Tradition im angelsächsischen Raum, wo aus der puritanischen Bewegung heraus ein verändertes Tierverhältnis entsteht. Und das wird besonders stark bei den Quäkern. Die Quäker haben ein sensibles Verhältnis zum Tier aufgrund einer theologischen Begründung. Weil sie sagen, durch die Erbsünde ist das ganze Leben zu Mühsal und Plackerei geworden. Also Adams Verfehlung hat das menschliche Leben schlecht gemacht, ja, so wie es in der Bibel steht. Mhm. Und die Tiere können ja gar nichts dafür. Aber der Paradiesgarten ist ja auch für die Tiere vorbei. Ja, sie sind also sozusagen die unschuldig Mitgefangenen der menschlichen Verfehlung. Und deswegen haben wir besonders sensibel und vorsichtig mit ihnen umzugehen. Gegen diese Idee der Krone der Schöpfung eigentlich, oder? Ja, also ganz erstaunlich. Also es widerspricht natürlich dem klassischen christlichen Weltbild. Man darf ja nicht vergessen, also in der klassisch-jüdischen Schöpfungsgeschichte wird in dem Sechstageplan, in dem Gott die Welt schafft, wird alles das, was kreucht und fleucht, für den Menschen gemacht. Das ist ein anthropozentrisches Verständnis. Kein Wunder, denn ich meine, das stammt aus einer Gesellschaft, die in semi-ariden
Gebieten gelebt haben, also Halbwüstenbewohner. Und Halbwüstenbewohner haben ein ganz anderes Verhältnis zu Tieren als etwa die Ägypter. Denn Ägypten, das alte Ägypten, sah aus wie die Serengeti. Also da gab es Elefanten, Nashörner, Löwen, zahlreiche Antilopen und dergleichen. Das können wir alles in Hieroglyphen ja noch sehen, Flusspferde. Ja, und die hatten ein anderes Verhältnis zur Natur als in den Halbwüsten, wo es ganz wenig Tiere gibt und wo jedes Tier, der Leopard und die Viper und so, eigentlich nur eine Gefährdung der Herde darstellen. Und da ändert sich sozusagen durch die Veränderung der Lebensumstände, das gleiche gilt für das alte Griechenland, auch eine semi-aride Region, ändert sich das ganze theologische Verhältnis zum Tier. Viele Tierrechtlerinnen stützen sich ja dann auf die Utilitaristen, namentlich auf den Begründer, auf Jeremy Bentham, der geschrieben hat, ja, also ich meine, das Zitat ist oft zitiert. Ja. 1789, die Frage ist nicht, können Sie die Tiere denken oder können Sie sprechen, sondern können sie leiden? Ja, aber Bentham hat selber keine Konsequenz daraus gezogen. Also wenn Sie den Text dann noch weiterlesen, dann sehen Sie, dass er kein Problem damit hatte, dass man Tiere gegessen hat. Deswegen ist das, also die Frage ist zwar richtig gestellt, aber Bentham hat dann... Nicht zu Ende gedacht. Ja, er hat schon weitergedacht. Er hat als Utilitarist gedacht, naja gut, also ist natürlich für die Tiere nicht schön, wenn wir sie halten und wenn wir sie essen, aber es ist natürlich auch gut, dass die Leute Fleisch essen. Ja? Und dann hat er so abgewogen und hat gedacht, naja, so viel Leiden ist es ja vielleicht nicht. Und eigentlich ist es unterm Strich okay. Was halten Sie denn von diesem Kriterium der Empfindungsfähigkeit? Dass man nicht sagt, Tiere sind nicht so klug wie wir, haben keine Moral. Aber eigentlich spielt das doch keine Rolle. Wichtig ist, dass sie empfinden können, dass sie Schmerzen haben. Ja, also zunächst mal ist das ein auf den ersten Blick sehr überzeugendes Argument. Weil wir ja genauso umgehen würden mit Neugeborenen. Wir würden ja sagen, ein Neugeborener hat kein allzu komplexes Bewusstsein. Also keine klare Zukunftsvorstellung, keine Biografie. Ja? Mhm. Er ist nicht im gleichen Maße bewusstseinsfähig wie ein erwachsener Mensch. Mhm. Warum schützen wir Neugeborene? Warum gehen wir sensibel mit ihnen um? Weil wir sagen, natürlich sind die extrem empfindungsfähig. Wir würden auch sagen, weil sie ein Teil von uns sind. Aber wir würden auch sagen, weil sie natürlich sensible und empfindungsmäßige Wesen sind. Und ich würde nicht sagen, das Kind kann ja nicht sprechen, das hat jetzt keinen hohen Lebenswert. Ja, das würden wir niemals tun. Mhm. Aber die gleiche Argumentation machen wir gegenüber Tieren. Und so gesehen kann man sagen, es war ein gewaltiger Fortschritt, diesen Leidensgedanken in die Tierethik-Diskussion einzubringen. Was Singer nicht als erster gemacht hat, aber was er 1975 in sozusagen auf sehr überzeugende Art und Weise in ein sehr gut geschriebenes Buch gepackt hat und damit quasi die Tierrechtsbewegung begründet hat. Wenn man es ganz streng nimmt, hat das Kriterium ein Problem. Nämlich? Und das Problem ist, ich habe mit Singer die Gelegenheit gehabt, sehr, sehr lange schon mal zu diskutieren. Und habe ihm das damals auch gesagt. Also das Problem ist, wir finden Legebatterien falsch. Weil die Hühner in Legebatterien definitiv leiden. Also wollen wir sie abschaffen. Was ist, wenn ich gentechnisch manipulierte Hühner nehme? Ja? Oder den Hühnern ein bestimmtes Serum gebe, was dazu führt, dass sie keine Schmerzen mehr empfinden? Dann wäre ja in dem Moment, wo ich das Tier quasi ethologisch taub mache, ja, das Halten von Hühnern in Legebatterien okay. Müsste das okay sein, wenn nur das Kriterium der Empfindungsfähigkeit zählt. Genau, also offensichtlich scheint das Kriterium der Empfindungsfähigkeit nicht allein auszureichen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es bei Singer auch das Kriterium des Interesses. Also es ist ja ein Präferenzutilitarist, also er schaut auf die Interessen der Betroffenen. Hätten dann solche Tiere keine Interessen, wenn sie keine Schmerzen haben? Die möchten doch auch noch was essen, die möchten noch auslaufen. Aber da so stellt sich immer die Frage, was ist mein Interesse? Wenn ich Sie jetzt heute Nacht mit einem schmerzlosen Mittel im Schlaf töte, dann haben Sie ja bei keinem ohne Bewusstsein in der Nacht, kann ich sozusagen nicht ablesen, dass Sie ein Interesse daran haben, weiterzuleben. Kein bewusstes zumindest. Zumindest dann, kein bewusstes. Ja. Und dann könnte ich ja das Geld, das Sie hinterlassen, an einen wohltätigen Verein spenden. Und die Frage ist, wenn Sie jetzt unermesslich reich wären, hätte ich ja regelrecht die Verpflichtung dazu, das zu tun, weil ich ein unglaubliches Glück in die Welt setzen würde, in dem Moment, wo ich das tue. Das würde Peter Singer sagen? Das würde Peter Singer nicht sagen. Ich habe ihm diese Frage konkret gestellt. Und er hat dazu gesagt, naja, es gibt ein Argument dagegen. Und dieses Argument besteht darin, dass alle Leute, die viel Geld haben, sein ihres Lebens nicht mehr sicher sein könnten. Mhm. Und wenn das so wäre, würde das eine gewaltige Unruhe in die Gesellschaft bringen. Und das würde ja auch Leiden verursachen. Das ist aber schon so ein bisschen so ein Trick gewesen. Ja, es zeigt so ein bisschen schon die Schwachstelle der Theorie, dass die Leidensfähigkeit oder mutmaßliche, nicht aktuelle, sondern zukünftige Präferenzen ein bisschen dünn sind, um die Tierrechtsbewegung allein mit einer guten Theorie zu unterfüttern. Ich meine, das ist das eine Problem. Das andere haben Sie schon erwähnt mit den Neugeborenen oder Schwerstbehinderten. Ja.
dass man da natürlich auch nicht wirklich begründen kann, warum die ein Lebensrecht haben sollten. Wenn man das also macht. Ganz richtig. Also wenn man jetzt sagt, es ist die Bewusstseinsfähigkeit oder die Leidensfähigkeit, dann muss, wenn ein Haus brennt und die Mutter hat die Gelegenheit, einen Schäferhund zu retten oder ihr Neugeborenes, müsste die Mutter den Schäferhund retten, weil der Schäferhund mutmaßlich über das komplexere Bewusstsein verfügt als ein Neugeborenes. Mhm. Und Singer sagt darauf, das stimmt. Aber ich verstehe jede Mutter, die ihr Kind rettet. Weil Mütter haben ja so einen Instinkt. Und jetzt taucht plötzlich der Instinkt auf. Von dem war vorher überhaupt nicht die Rede. Mhm. Es ging die ganze Zeit um Gerechtigkeit. Was muss ich unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit machen? Wer mehr Bewusstsein hat, hat ein höheres Lebensrecht als jemand, der weniger Bewusstsein hat. Wer leidensfähiger ist, ja, ist mehr zu schützen als jemand, der weniger leidensfähig ist. Und jetzt kommt er plötzlich mit dem Instinkt um die Ecke. Und dann frage ich mich immer, warum bauen wir den Instinkt nicht von vornherein in die Theorie ein, ja, und benutzen ihn nicht nur als Hintertür? Also, Menschen haben ein anderes Verhältnis im Regelfall zu Menschen als zu Tieren. Das ist ein kompliziertes Feld, weil es gibt Menschen, die lieben ihren Schäferhund weit mehr, ja, als irgendein Asylant, der in die Schweiz möchte. Das weiß ich. Und trotzdem haben wir das Gefühl, als Menschen in einem menschlichen Bewandtniszusammenhang zu leben. Das ist keine Art Egoismus. Ja, weil Menschen können sich auch wechselseitig umbringen. Und das haben sie in der Geschichte immer gemacht. Und oder trotzdem, Tierfreunde sein. Und trotzdem hätte ich jetzt sozusagen das Gefühl, ich würde sie nicht kennen. Ja? Trotzdem das Gefühl, wenn ich jetzt die Wahl hätte, einer von beiden müsste sterben, ein mir vertrautes Kaninchen oder sie. Einen ganz natürlichen Reflex, nicht sagen, zu sagen sie, sondern das Kaninchen. Und der ist irgendwo da. Der ist bei Menschen unterschiedlich, aber ich kann doch jetzt nicht als Philosoph solche Instinkte mal eben so rauskürzen. Ja gut, man kann auch sagen, psychologisch sind die wichtig. Man kann damit erklären, warum wir uns für Menschen entscheiden und nicht für Tiere. Genau. Aber wir können, das sind keine guten Gründe, das könnte man ja sagen. Man könnte sozusagen die Rechtfertigung. Aber ich mag keine Philosophie, die die Psychologie nicht ernst nimmt. Ja, also die rein rationalen, logischen Gründe überzeugen nicht, wenn sie psychologisch nicht stimmig sind. Also wenn sie kontraintuitive Konsequenzen haben. Ja, wenn das, was ich für gerecht halte, dem sogenannten gesunden Menschenverstand ganz vieler Menschen widerspricht, dann nützt es mir nichts, es für gerecht zu halten. Aber andererseits ist auch nicht alles richtig, was die meisten Menschen für richtig halten. Das stimmt auch. Das würde ich auch sagen. Also die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte fürchterlicher Vorurteile. Ja, und nur weil viele Menschen diese Vorurteile gehabt haben, müssen sie nicht stimmen. Aber wenn ich auf Menschen moralisch einwirken will, muss ich sie irgendwo da abholen, wo sie stehen. Das heißt nicht, ich muss alles das teilen, was sie denken. Ich muss nicht alles für richtig halten, was sie empfinden. Aber ich kann auch keine Theorie basteln, in dem das, was viele Menschen denken und empfinden, gar nicht vorkommt, weil ich sage, es ist sowieso falsch. Diese Arroganz der Philosophie hat nie weitergeführt. Aber ich sehe die Philosophen und Philosophinnen so ein bisschen so, dass die Ideale zeichnen. So sollten wir leben, dahin möchten wir kommen. Und das ist sozusagen das Rationale. Das kann man mit guten Gründen belegen. Mhm. Und jetzt sind wir leider, unser Fleisch ist schwach, wir sind manchmal nicht so gut, auch wenn wir uns anstrengen, wir sind keine Helden. Mhm. Aber wir haben ein Ziel, da müssen wir hin. Und vielleicht kann man jetzt sagen, um dahin zu kommen, muss man auf die Gefühle der Menschen hinwirken und muss sie sensibilisieren und so weiter. Dann also solange ich bei meinen Idealen von realen Menschen spreche, ja, und nicht wie Kant in seiner Ethik, ja, von Vulkaniern, also von Menschen, die ihre Gefühle unterdrücken können, ja, und die rein rational funktionieren, wenn sie nur wollen. Ja, also das ist zum Beispiel ein unrealistisches Menschenbild, das einer Ethik zugrunde liegt. Sondern wenn ich ein realistisches Menschenbild habe, dann kann ich auf dieser Basis Ideale formulieren und kann die Menschen da abholen, wo sie sind. Aber ich kann nicht eine Spock-Ethik entwerfen und mich darum wundern, dass sie nicht funktioniert. Mhm. Und Sie würden sagen, viele Tierrechtler haben ein falsches Bild von Moral und ein falsches Menschenbild. Ja, weil in der Tierrechtsbewegung spielt der sehr, sehr heikle Begriff und im Augenblick wieder politisch sehr in Mode gekommene Begriff der Gerechtigkeit eine große Rolle. Mhm. Und das große Problem ist, es gibt keinen rationalen Ausweis für Gerechtigkeit. Es gibt nur subjektive Gerechtigkeitsempfindungen. Das könnte ich an einem einfachen Beispiel sagen. Es gibt eine bedeutende Begründung von Gerechtigkeit, die der Liberalismus aufgestellt hat. Und das ist zu sagen, gerecht ist, wenn jeder die gleiche Chance kriegt, ja, zu seinem zu kommen. Was auch immer am Ende dabei rauskommt. Oder ich nehme einen sozialistischen Gerechtigkeitsbegriff, der sagt, gerecht ist, wenn jeder vom Kuchen das gleiche Stück abkriegt. Was von beiden stimmt? Dann würden wir sofort sagen, alle Gesellschaften, die wir schätzen, versuchen zwischen beiden Idealen irgendwo einen Ausgleich zu finden. Das ist in der Schweiz so und das ist in Deutschland so. Mhm. Aber auf diesem langen Weg gibt es lauter unterschiedliche Gerechtigkeitsempfindungen. Die einen sehen das tendenziell eher so und die anderen sehen es tendenziell eher so. Mhm. Die Gerechtigkeit hilft uns in der moralischen Diskussion in Wahlkämpfen.
aber nicht in der Fundierung von etwas. Sondern der Fortschritt der Menschen hängt nicht von ihren Gerechtigkeitsvorstellungen in erster Linie ab, sondern in erster Linie hängt er davon ab, wie sehr ich mich für ein Thema sensibilisiere. Die Leute, die den Film gerade gesehen haben, die haben nicht gedacht, das ist nicht gerecht, was wir mit den Tieren machen. Die haben empfunden, das können wir doch nicht tun. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt von Moral. Außer der Metzgermeister. Der Metzgermeister sieht das natürlich anders, ist auch völlig klar. Ich glaube, wenn Sie selber jetzt Schweine schlachten müssten, das erste Schwein würde Ihnen sehr schwer fallen. Das eine Millionste nicht mehr so sehr. Mhm. Aber dann müssten Sie eigentlich nicht dieses Buch schreiben, sondern Filme drehen, Geschichten schreiben und so weiter, um irgendwie an die Gefühle der Leute ranzukommen. Ich hoffe ja immer, dass man philosophische Bücher auch so schreiben kann, dass man die Menschen gefühlsmäßig beeinflussen kann oder auf ihre Gefühle einwirken kann. Das ist jedenfalls das, warum ich versuche, die Bücher so zu schreiben, dass sie nicht nur für ein akademisches Fachpublikum lesbar sind. Mhm. Ja, und diese Idee ist eigentlich eine pragmatistische Idee, die sich auch bei Richard Rorty findet, dem Neopragmatisten, amerikanischer Philosoph, dass eigentlich moralischer Fortschritt mit Sensibilisierung zusammengeht und dass sozusagen unser Mitgefühl immer weitergeht. Erstens sind es sozusagen unsere nahen Verwandten, dann sind es alle Menschen, jetzt vielleicht auch die Tiere. Ja. Genau, also der Kern von Rortys Aussage ist, dass wir nicht an einen moralischen Gerichtshof appellieren sollten, sondern dass wir bei den Menschen selber anfangen sollen, die wir gewinnen wollen für unsere Ideen. Und wo ziehen wir dann eigentlich die Grenze bei den Tieren? Ja, also die Grenze ist unziehbar. Ja, ich könnte ja sagen, also, und damit würden wahrscheinlich auch viele Zuschauer würden das ja genauso sehen, also wir sollten mit Schimpansen keine Laborversuche machen. Und dann kriegen wir eine ganz große Einigkeit. Macht ja auch fast keiner mehr in der Welt. Mhm. Jetzt geht es schon um die nächste Frage, sollten wir das mit Makaken, mit Rhesusaffen machen? Da würden die Leute sagen, naja, wenn es um ganz, ganz lebenswichtige Medikamente geht, wenn es jetzt in der AIDS-Forschung oder in der Krebsforschung ist, dann oder wenn es darum geht, Parkinson zu besiegen oder Alzheimer, dann vielleicht. Und das sind einfach Empfindungen, Gefühle? Das sind Empfindungen. Ich kann jetzt nicht mit holzhackerischer Sicherheit eine Grenze ziehen und sagen, okay, Menschenaffen haben jetzt grundsätzlich ein unantastbares Recht auf Leben. Und Rhesusaffen haben 70-80% unantastbares und Kaninchen 40%. Also man kann da keine klaren Grenzen ziehen. Das Ganze ist sehr, sehr weich in der Grenzziehung. Nur eines ist klar, die Grenze, die wir bisher ziehen, das Menschentier als einen gesonderten Planeten von allen anderen Tieren zu unterscheiden, diese Grenze ist biologisch unsinnig und sie ist auch philosophisch unsinnig. Ja, weil das Tierschutzgesetz fasst den Schimpansen und den Maulwurf unter die Formulierung Tiere. Mhm. Und den Menschen hält es außen vor. Und jetzt kann man ja sagen, genetisch sind Menschen und Schimpansen ungefähr 1% ihres Erbmaterials voneinander unterschieden. Und Schimpansen und Maulwürfe sind Lichtjahre voneinander entfernt. Also diese Grenze Mensch-Tier, so wie wir die machen, ist falsch. Ohne dass ich jetzt in der Lage wäre zu sagen, es ist ganz klar, wo du die Grenze ziehen musst. Ja? Nämlich zwischen dem Orang-Utan als dem dritten großen Menschenaffen oder dem vierten und dem Gibbon als kleinen Menschenaffen oder zwischen dem Gibbon und dem Pavian. Mhm. Also wir kommen nie zu einer sicheren Grenze. Aber ich behaupte ja, dass wir sie auch nicht brauchen. Also Sie haben kein Kriterium, um zu entscheiden. Ich meine, Peter Singer gibt eins an. Er sagt Empfindungsfähigkeit und dann hat er noch so etwas wie Zukunftsbewusstsein, Selbstbewusstsein für höher entwickelte Säugetiere, um dann zu sagen, selbst die dürfen nicht schmerzlos töten, so wie Menschen auch nicht schmerzlos töten. Und Tom Regan, ein anderer, sozusagen das Gegengewicht, der sozusagen Grundrechte fordert für die Tiere, eben das ein Tötungsverbot, der sagt auch letztlich Empfindungsfähigkeit, das ist es. Aber für Sie? Nee, also bei Regan ist ja noch ein bisschen anders. Also, also Regan kommt ja aus der kantischen Tradition und da geht es um den Lebenswert. Und der Lebenswert, jedes mit Bewusstsein versehene Lebewesen, das sich als Subjekt eines Lebens begreift, das ist der also Präferenzen hat, Absichten, Neigungen, Wünschen, Ängste, Hoffnungen. Jedes Wesen, das darüber verfügt, hat ein unbedingtes, das sagt nämlich Singer nicht, ein unbedingtes Lebensrecht. Dass man nicht aufwiegen kann. Und dieser Gedanke stammt von Kant, und zwar bezogen auf den Menschen. Und zu sagen, also drei Menschen haben nicht mehr Lebensrecht als einer, weil der Mensch ist an sich bereits das Höchste, was es überhaupt gibt. Und, also, oder die Formulierung bei Kant heißt, der Mensch ist ein Zweck an sich, er darf nicht verzweckt werden. Und deswegen besitzt er die Menschenwürde. Und diese Menschenwürde möchte jetzt Regan ausdehnen auf alle anderen Tiere, die genau wie der Mensch, nicht genauso, aber philosophisch gesehen sozusagen im selben Schema,
ja, Präferenzen haben und Subjekt eines Lebens sind. Und das bedeutet natürlich in der Konsequenz, dass das Lebensrecht eines Kaninchens das Subjekt eines Lebens ist. Genau das Gleiche ist wie meines und ihres. Mhm. Und da würde ich schon wieder sagen, kontraintuitive Konsequenzen. Ja? Meinen Sie das ernst? Wenn es jetzt darum geht, ein Serum zu testen. Und ich sage, ich brauche nur ein einziges Kaninchen, an dem ich es testen kann. Und ich kann 1 Million Menschen retten, ist natürlich wie alle philosophischen Beispiele mit den Haaren herbeigezogen. Mhm. Aber nur, um das Prinzip klarzumachen. Mhm. Ich meine, da würden 99,9% der Menschen sagen, teste das doch, Mensch, das ist ja nur ein Kaninchen. Mhm. Ja, dafür kannst du das, mein Leben und das Leben meiner Kinder und das Leben meiner Verwandten und der ganzen Stadt retten. Gut, das ist und das würde Reagan müsste aber sagen, nee. Ja, unbedingtes Lebensrecht. Das müsste ja auch Kant sagen, mit Blick auf Menschen. Ich meine, das ist auch eine kontraintuitive Konsequenz. Das sagt Kant im Blick auf Menschen. Folterverbot und so weiter. Genau. Wenn ich jetzt 10.000 Menschen retten könnte, ja, ändert das nichts daran, dürfte man nicht machen. Das ist auch kontraintuitiv. Stimmt. Also liegt es nicht an der Tierethik, sondern einfach sozusagen an der kantischen? Das liegt an der kantischen Ethik, ja. Das liegt an der kantischen Ethik, die grundsätzlich diese ganzen Intuitionen aus der Ethik rauskürzt. Das macht sie so ehrenwert, ja? Aber es macht sie gleichzeitig so unmenschlich. Also Kants Ethik ist grandios, aber sie ist nicht für Menschen geschaffen. Mhm. Mich interessiert, was, wenn Sie sagen, kontraintuitive Konsequenzen. Ich meine, früher hat man auch gedacht, Sklavenhaltung ist das Normalste der Welt. Kontraintuitiv, wenn die dieselben Rechte hätten, wie wir reichen Weißen oder Frauen zum Beispiel. Ich meine, Intuitionen verändern sich auch und man kann sie doch auch. Sensibilisierung ist das eine. Absolut. Aber gute Argumente ist doch manchmal genauso wichtig. Ja, gute Argumente helfen zur Sensibilisierung. Okay. Ja, ganz klar. Natürlich. Also es gibt einen gewaltigen Fortschritt. Wir haben heute in unserer westlichen Welt ein völlig anderes Verhältnis zu Frauen, als die alten Griechen das hatten. Und wir haben ein völlig anderes Verhältnis zur Sklaverei. Ich meine, auch wir nehmen in unserer westlichen Welt unsere Werte nicht so ganz ernst. Ja, aber wir nehmen sie sehr weitgehend ernst. Nicht so ganz ernst bedeutet, dass wenn sehr viele Flüchtlinge in die Schweiz wollen, wir plötzlich von den Menschenrechten etwas Abstand nehmen und sagen, ja, die haben jetzt aber nicht die gleichen Möglichkeiten, sollen die gleichen Möglichkeiten kriegen, ihr Lebensglück zu verwirklichen und so weiter, weil wir können doch nicht jeden aufnehmen. Das heißt, sagen wir mal, 10% Abstrich vom Wohlstand würde bereits bedeuten, die Menschenrechte von Ländern, von Menschen, die aus anderen Ländern kommen, nicht mehr so ernst zu nehmen. Das ist tatsächlich so. Ja? Und sehr viele Textilien, die Sie in der Schweiz kaufen können, wird von Kinderarbeit in Bangladesch hergestellt. Oder der Kakao kommt aus Sklavenarbeit von Kindern in Ghana und so weiter. Ja? Und das alles wissen wir irgendwo, ja? Aber wollen wir nicht so genau wissen. Ähnlich wie die Schlachthäuser. Ja? Obwohl wir uns jederzeit zu den Menschenrechten bekennen. Mhm. Leute wie Tom Reagan oder Gary Francione, die fordern ja auch eine Abschaffung sozusagen dieser Sklaverei, wie sie das nennen, von Tieren. Das ist ein Abolitionismus. Mhm. Also das heißt, auch Zoos zum Beispiel oder Tierversuche müsste man abschaffen. Wie stehen Sie dazu, zum Beispiel also, zu Zoos? Ich würde Zoos nicht abschaffen. Ich habe ein intensives Verhältnis zu Zoos. Es ist natürlich so, dass es keinen Zoo gibt, in dem es nicht Verhältnisse gibt, die ich abschaffen würde. Ja? Ehrlich gesagt gehe ich damit aber überein mit den meisten Zoodirektoren. Also es ist ja auch nicht so, dass ein Zoodirektor jede Anlage, die in seinem Zoo ist, gut findet. Und nicht jeder Zoo hat solche gewaltigen Möglichkeiten finanziell, wie der Zoo in Zürich, der nun tatsächlich in der Lage ist, den ganzen Zoo umzubauen und sowas wie das Regenwaldhaus für die Lemuren zu bauen, das zu einem der besten Zoogebäude der Welt gehört. So, und wenn ich da die Lemuren heulen und bellen höre und die überhaupt erstmal lange suchen muss, bis ich die überhaupt finde, dann habe ich jetzt nicht das Gefühl, das ist Einkerkerung. Das kann man sagen, es ist Freiheitsberaubung. Da würde ich aber sofort sagen, also das, was wir unter Freiheit verstehen, ist noch nicht mal etwas, was der Mensch unter Freiheit versteht, sondern es ist etwas, was wir im Jahre 2017 in Ländern wie der Schweiz oder in Ländern wie Deutschland unter Freiheit verstehen. Das ist schon völlig was anderes als das, was der alte Grieche unter Freiheit verstanden hat. Und das ist was anderes als das Inder unter Freiheit verstehen. Und jetzt projizieren wir unsere Freiheitsvorstellungen, die wir im Jahre 2017 haben, in die Lemuren rein und sagen, man darf die nicht halten. Das ist natürlich ein extremer Anthropozentrismus. Das heißt nicht umgekehrt, dass wenn ich sehe, dass dieses Tier seine natürlichen Verhaltensweisen nicht ausleben kann in einem kleinen Käfig und so weiter, das ist nicht in Ordnung, das ist völlig klar. Aber ich muss doch einen Unterschied machen. Ich muss immer versuchen, sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen zu versuchen, zu verstehen, was in diesem Tier vor sich geht, soweit das überhaupt möglich ist. Und angesichts davon muss ich überlegen, was könnte eine artgerechte Haltung von Tieren sein. Was passiert denn, wenn die Zoos völlig aus der Lebenswelt verschwinden? Alles, was sozusagen aus dem Nahhorizont der Menschen verschwindet, verliert auch meistens seinen Belang.
was ich nicht sehe, rieche oder anfassen kann. Wir Kinder werden damit sozialisiert, Tiger, was Tolles sind, wenn sie die im Zoo sehen und so. Wenn das alles weg ist, wenn das nur noch im Fernsehen ist, können es auch Computeranimationen sein. Mhm. Also Zoos könnten rein theoretisch eine gute Funktion erfüllen. Ja, nochmal, es gibt ganz vieles in Zoos, was mir nicht gefällt. Aber ich wünsche mir Zoos als anthrozoologische Begegnungsstätten, als Orte der Kontemplation, als Orte, in denen das Menschentier seinen Artgenossen begegnet, unter den für sie bestmöglichen Umständen, und auf diese Art und Weise sich sozusagen des Bewandtniszusammenhanges, in dem Menschen und Tiere in der Natur miteinander verbunden sind, wieder bewusst wird. Und dafür müssen sich Zoos natürlich gegenüber jetzigen Zoos verändern, aber sie könnten da eine wichtige Funktion spielen. Und sind da drin Schimpansen, Orang-Utans, Gorillas? Ja, also ich glaube nicht unbedingt. Also ich persönlich bin so kein großer Freund der Menschen-Affen-Haltung. Es hat sich viel getan. Also die beste Anlage im Augenblick ist die in Leipzig. Die muss man sich angucken, wenn man darüber redet. Und da muss man eine Abstimmung machen, was für Gefühle man hat, wenn man das in Leipzig sieht. Also wo die auch nicht auf ihren Kacheln leben, sondern wo die Erde als Untergrund haben. Riesige Freianlagen, wo man die Tiere gar nicht sieht. Ich bin bei Menschenaffen nicht so sicher. Also ich, als Zoodirektor wäre ich jetzt nicht so froh darüber, Menschenaffen zu halten. Die Zoos begründen das damit, dass viele Menschenaffen in der Natur nicht überleben werden. Orang-Utans mit Sicherheit nicht. Ja, trotz alledem, was dafür getan wird. Also der Gegendruck, Palmölindustrie und das Abfackeln des Regenwaldes sind so gewaltig. Nur ist die Frage, wenn man sie nicht mehr in Indonesien halten kann, muss man sie dann in Zürich halten? Oder gibt es nicht andere Möglichkeiten, wo man sie halten kann und unter anderen Bedingungen? Aber Menschen, es gab schon mal Zeiten, da haben Menschen im Zoo ausgestellt. Ja. Mit Menschen würden wir das heute niemals machen. Ja. Warum denken wir überhaupt darüber nach, ob das erlaubt sein soll oder nicht, mit Schimpansen, mit Menschenaffen das zu machen? Ja, also ich kann Ihre Meinung teilen. Ich sehe die Menschenaffenhaltung im Zoo als problematisch an. Wir denken natürlich darüber nach, weil wir ja sagen, das sind keine Menschen. Gleichzeitig aber ist die zentrale Erfahrung, wenn man mal was anderes macht, als nur mal ganz kurz zu gucken, guck mal, da ist ein Gorilla, und gegen die Scheibe zu klopfen, sondern den mal 2 Stunden beobachtet, dann hat man plötzlich das Gefühl, dass der Unterschied doch sehr, sehr, sehr klein wird. Und je kleiner dieser Unterschied wird, umso seltsamer muss einem vorkommen, dass der hinter der falschen Gitterseite sitzt. Mhm. Und das kann ich sehr gut verstehen. Also ich verstehe jeden, der Menschenaffenhaltung im Zoo ablehnt. Also das Argument, das sind keine Menschen, das ist erstmal gar kein Argument, oder? Ja, also das ist ja immer das Problem. Wir haben in der Tierethik, und das Problem hat Reagan und Singer natürlich auch, wir gucken natürlich doch immer ein bisschen neben Leiden und Interessen auf Menschenähnlichkeit. Wir denken immer, der Mensch ist sozusagen das leidensfähigste Wesen, weil er das komplexeste Bewusstsein hat. Wir können uns ja selbst vor Dingen fürchten, die es nicht gibt. Ja, unsere Fantasien können in alle Richtungen wuchern. Ne? Dadurch sind wir unglaublich sensibel und leidensfähig. Und lange hat man auch geglaubt, Spinoza hat das noch geglaubt, der Mensch verfüge über biologisch den komplexesten Organismus. Und es ist natürlich interessant zu sehen, dass es andere Lebewesen gibt, einen ganz anderen Ast der Evolution sich entwickelt haben, wie zum Beispiel die Cephalopoden, die Kopffüßler, wo die Kraken zugehören, die Kalmare, dass die einen unglaublich komplexen biologischen Organismus haben. Und soweit wir das ablesen können, also Tiere, die in Hunderten von Farbnuancen und Schattierungen miteinander kommunizieren können, ihr halbes Leben im Liebesspiel miteinander verbringen, 3 Klitorisse, 3 Penisse. Lebewesen, die über 3 Herzen verfügen, über 9 Gehirne. Dass das natürlich unglaublich komplexe Lebewesen sind. Und da würde ich sagen, jetzt gehe ich nicht nur vom Menschen aus. Also einen Kraken möchte ich in keinem Meerwasseraquarium gehalten sehen und schon gar nicht essen. Wie ist es, ein Krake zu sein? Können wir das überhaupt wissen? Wir werden das nie wissen. Also es gibt ja diesen berühmten Aufsatz, den Sie auch kennen, von Thomas Nagel, der im gleichen Jahr übrigens wie das Singer-Buch, also 1975, erschienen ist. Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Und das Ergebnis ist, dass wir niemals wissen können, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Weil wir natürlich schon ganz schwer uns irgendwie noch vorstellen können, wie das wäre, wenn wir mit verbundenen Augen im Zickzack, ja, mit einer Echolotortung durch eine Höhle fliegen. Also das ist schon schwer genug, sich das vorzustellen. Aber alles, was wir dann am Ende wissen, ist, wie es sich für uns anfühlt. Mhm. Wir wissen aber deswegen nicht, wie es sich für die Fledermaus anfühlt. Mhm. Also am Ende ist uns anderes Bewusstsein nicht zugänglich. Mir ist ja noch nicht mal Ihr Bewusstsein tatsächlich zugänglich. Ich kann ja nur aufgrund von Indizien, Beobachtungen mir ein ungefähres Bild davon machen. Mhm. Deswegen plädieren Sie auch für eine Ethik des Nichtwissens. Ja, das ist sozusagen gegen all diejenigen, die sagen, also das gehört jetzt in die Ethik rein, ja, sagen wir mal alle Wirbeltiere, so ist das bei Reagan,
Der ist sich auch nicht ganz sicher beim Fischen und so, aber sagen also, okay, Säugetiere gehören da rein, Vögel gehören da rein und Fische vielleicht. Und dann machen wir die Grenze. Mhm. Geht natürlich schon wegen der Kraken nicht. Ne? Ich würde also sofort die Kraken darüber holen, ja, und würde den Maulwurf ziemlich weit auf die andere Seite schieben mit einem vergleichsweise wenig komplexen Bewusstsein. Mhm. Und weil wir da nie sichere Grenzen haben, würde ich immer sagen, nach bestem Wissen und Gewissen, ja, angesichts der Tatsache, dass wir tatsächlich gar nicht so viel wissen können. Also im Zweifelsfall für das Tier. Man merkt schon, Sie wissen unglaublich viel über Tiere. Und es ist so etwas wie Ihr Lebensthema. Auch. Sie wollten früher auch selbst Zoodirektor werden, haben zu Hause ein großes Aquarium. Mhm. Was fasziniert Sie eigentlich so an Tieren? Ja, ich gehöre zu den Menschen, die so von Hunden und Katzen und Kaninchen jetzt nicht so fasziniert sind, sondern in erster Linie fasziniert sind von Lebewesen, die ganz anders sind als Menschen. Also es ist die Andersartigkeit. Ich staune über die Millionen Wege, die die Evolution gefunden hat, komplexe Lebewesen hervorzubringen. Über die verrücktesten Mechanismen, so beschreiben es die Biologen. Und ich würde sagen, die befremdlichsten, aber erstaunlichsten Bewusstseinszustände, die diese Tiere und diese Lebewesen ja haben müssen. Wir neigen ja dazu, durch diese vulgär-darwinistische Perspektive, ja, das Gehirn der Tiere zu reduzieren auf, wo kriege ich einen Sexualpartner her, wie schlage ich einen Nebenbuhler in die Fürche und wo kriege ich genug zu essen. Mhm. Und wenn wir das Gleiche bei Menschen machen, würden wir sagen, sehr reduktionistisches Menschenbild. Und dieses reduktionistische Bild, das haben wir überall in der Natur. Jeder Naturfilm erklärt Ihnen, der Löwe macht das um zu. Ja? Alles ist nur um zu. Ein biologischer Mechanismus und alles ist um zu. Alles sind im Grunde genommen Maschinen, Überlebensmaschinen. Und da ich Menschen nicht so betrachte, bin ich auch ganz, ganz, ganz vorsichtig, andere Lebewesen jetzt einfach so reduktionistisch nur einzig und allein darauf zu reduzieren und sagen, wenn die Regenzeit kommt und das Gnu hüpft, ja, und das machen die, ne, vor Freude, Luftsprünge und so weiter, was hat das für einen Zweck? Das ist doch nichts anderes als eine Endorphinausschüttung, dass es regnet. Das ist doch nicht um zu, weil die wissen, aha, jetzt entsteht ein Wasserloch. Die freuen sich einfach. Sondern das ist einfach Freude. Ja. Und wir kürzen, das heißt, jeder, der einen Hund hat, ja, dass dieses Tier etwas mehr ist als nur eine Überlebensmaschine. Mhm. Aber das ist sozusagen der biologische Blick, den wir uns angewöhnt haben, wenn wir über die Natur sprechen. Und ich kann die ästhetische Faszination von mir fremdem Bewusstsein, ja, sehr stark empfinden, wenn ich in der Natur bin. Und das ist das, was mich an Tieren fasziniert, dass es noch Werte gibt, die nicht der Mensch geschaffen hat, die auch so da sind. Aber Herr Precht, wenn Sie sagen, im Zweifel für das Tier, dann müssten Sie doch eigentlich Veganer sein. Das heißt, auf tierische Produkte insgesamt verzichten. Weil wir wissen ja nicht genau, wie sich das anfühlt. Eine Muschel zu sein. Eingekerkert zu sein. Gut, Muscheln kann man nicht irgendwo da die Grenze ziehen, aber zumindest... Ja, die Tierrechte, also es gibt eine Tierrechtsorganisation, die argumentiert hat, ich habe gesagt, Muscheln hätte ich jetzt kein Problem zu essen und die mir versucht haben zu erklären, dass auch Muscheln ein Lebensinteresse haben. Mhm. Also wenn man diesen Gedanken radikal spinnt, dann wird es natürlich insofern sehr ernst, weil bei Pflanzen bin ich mir bei dem Lebensinteresse auch nicht so ganz, ganz sicher. Also es gibt da sehr erstaunliche Entwicklungen mittlerweile beim Studium von Pflanzen. Dass die Bewusstsein haben. Ja, nicht, dass sie Bewusstsein haben, das dichten wir der Muschel auch nicht an, aber Lebensinteresse. Mhm, okay. Also ein nicht bewusstes Lebensinteresse, was ja bei den Muscheln ausreicht, damit der Veganer sie nicht isst. Mhm. Und da frage ich mich, wenn das ausreicht, ja, dann liegt die Grenze nicht bei den Muscheln. Dann könnte die auch schon bei den Pilzen sein oder bei rankenden Pflanzen, die ihren Weg zum Licht suchen oder bei insektenfangenden Pflanzen und so weiter. Aber nochmal, wäre es nicht konsequent, wenn Sie vegan leben würden? Ja. Sie haben gerade gesagt, ob es eigentlich konsequent wäre. Und ich würde sagen, eigentlich ist es konsequent. Aber ich bin nicht konsequent. Ich bin nicht konsequent, weil es in der Moral am Ende auch nicht darauf ankommt, dass wir in allen moralischen Fragen unausgesetzt konsequent sind. Das kann nicht das Ziel sein. Also am Ende müsste dann das Ziel der Ethik darin bestehen, dass jeder ein Heiliger wird. Ich akzeptiere das, finde das wunderbar, wenn jemand Veganer ist. Mhm. Aber ich kann den Maßstab, dass es im Leben darauf ankommt, ein durch und durch guter Mensch zu sein, den kann ich nicht teilen. Also wenn man versucht, ein besserer Mensch zu werden, ist das schon ziemlich viel. Mhm. Also einer der klügsten Menschen, die über Tierethik nachgedacht haben, ist ein Schweizer. Das ist Jean-Claude Wolff. Mhm. Und Jean-Claude Wolff vertritt eine melioristische Ethik. Und zwar eine Ethik von gut, besser, am besten. Und nicht eine von schwarz und weiß. Also nicht entweder ich bin Veganer, ja, oder ich bin schlecht. Sondern jeder soll sich
im Rahmen seiner Möglichkeiten sensibilisieren und überlegen, wie weit er sozusagen auf diesem Pfad zum Guten hin sich orientiert. Und es ist immer noch besser, jemand isst nur Ökoprodukte, ja, oder Fleisch aus Biolandwirtschaft, als er isst Massentierhaltungsfleisch. Mhm. Und es ist noch besser, er verzichtet darauf. Und es ist noch besser, er wird Veganer. Mhm. Aber ich kann nicht mit dem eisernen Maßstab, alle sollen jetzt Veganer werden, eine Ethik für Heilige in dieser Gesellschaft versuchen zu etablieren. Das wird nie gelingen. Wieder zu dem Thema, Menschen dort abholen, wo sie sind. Sie sagen ja, in 10, vielleicht 20 Jahren gibt es keine Schlachthöfe mehr. Ja. Oder wir brauchen sie nicht mehr. Ja. Warum? Es gibt mehrere Gründe. Also die Art und Weise, wir haben da vorhin drüber gesprochen, der Massentierhaltung, wie sie gegenwärtig funktioniert, läuft ökonomisch irgendwo leer. Also das System dreht hohl, wenn ich immer größere Agrarfabriken bauen muss, um auf dem Weltmarkt überhaupt noch standhalten zu können. Also wir verabschieden uns ja längst aus der, was wir mal Landwirtschaft genannt haben, und bauen immer riesigere Agrarfabriken, in denen das Ganze natürlich eine immer seelenlosere Angelegenheit wird. Und das wird von der Mehrheit der Bevölkerung weder in der Schweiz noch in Deutschland akzeptiert. Und wenn wir das nicht so sehr im Verborgenen betreiben würden, wären die Proteste, wenn wir das in Innenstädten machen würden, wären die Proteste noch sehr viel lauter. Mhm. Also das kriegt einen immer größeren Widerstand. Mhm. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Es wäre ja schön, wenn es ein rein moralischer Fortschritt wird, aber offensichtlich wird das Ende der Massentierhaltung eingeläutet durch technische Möglichkeiten. Das eine ist, man ist heute in der Lage, Produkte herzustellen, die absolut wie Fleisch schmecken, aber keins sind. Das ist ein gewaltiger Wachstumsmarkt. Alternative, ja. Und da wird sehr viel Geld investiert und die machen große Fortschritte. Und das wird mehr werden und mehr werden. Da gibt es Firmen, die jetzt schon gewaltige Marktanteile bekommen haben, die früher nur Fleisch gemacht haben und die jetzt mit der Alternative zu Fleisch viel Geld verdienen. Und das andere ist, vor 4 Jahren hat an der Universität Maastricht ein Wissenschaftler namens Mark Post einem Rind eine Nackenzelle entnommen, hat diese Zelle in einer Petrischale vermehrt und hat daraus einen Burger hergestellt. So. Und für diesen Burger musste tatsächlich noch Tiere sterben. Und zwar deswegen, weil man das Kälberserum benutzt, um die Zellen zu vermehren als Nährlösung. Und das wird man wahrscheinlich irgendwann nicht mehr brauchen. Da findet man auch was, wo kein Tier mehr für sterben musste. So, und jetzt haben wir echtes Fleisch, das sich nur nicht im Tier geteilt hat, ja, sondern in der Petrischale. Mhm. Aber im Prinzip das Gleiche. Also das Produkt ist ein rein tierisches Produkt. Und dafür müssen irgendwann keine Tiere mehr sterben. Dafür brauchen wir keine Anbauflächen mehr. Dafür muss kein Regenwald mehr gerodet werden. Dafür können wir 80% des gegenwärtigen Wassers, was wir in der Tierhaltung haben, einsparen. Das ist das Ende jenes ökologischen Schreckensszenariums, was wir vorhin gemacht haben. Jetzt können Sie natürlich persönlich noch sagen, das würde ich nicht essen, das finde ich gesundheitlich komisch, das ist ja Gentechnik. Ne? Ist ja Gentechnik, ja. Andererseits glaube ich, dass Menschen sich an sogenannte künstliche Produkte schnell gewöhnen. Also Bier wächst auch nirgendwo. Ja, ist auch ein chemisch hergestelltes Produkt. Und ich glaube, dass man sehr schnell merken wird, dass diese Produkte, wenn die auf den Markt kommen, gesundheitlich besser sind als jedes vom Massentierhaltungsfleisch, das voller Hormone ist, Wachstumshormone, wo Östradiole drin sind im Kalbfleisch und. Ja, Antibiotika-Rückstände. Also das wird erst dann auf den Markt kommen, wenn es deutlich gesünder ist. Und es wird irgendwann sehr viel günstiger werden. Es ist jetzt sehr teuer, ganz klar. Es ist in der Experimentierphase. Aber irgendwann wird das sehr, sehr viel günstiger sein. Das wird fast nichts mehr kosten im Vergleich zum herkömmlichen Fleisch. Mhm. Und spätestens dann ist die Massentierhaltung tot. Dann werden zum Teil die gleichen Leute, die jetzt ihr Geld mit Massentierhaltung verdienen, da rein investieren. Ja. Es gibt jetzt schon große Investoren aus dem Silicon Valley, die da investieren. Ja, und das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Weil das Silicon Valley ist ganz aktiv da drin. Ja, also Sergey Brin ist da drin von Google. Und Peter Thiel, Facebook, PayPal ist auch da drin. Und die große Gefahr, die jetzt besteht, ist, wenn wir sagen, das finden wir nicht gut, ja, das finden wir so, wir mögen keine Gentechnik, da haben wir was gegen, das ist alles künstlich und so, und kriegen wir bestimmt nur Allergien von und so, dann werden das diese großen Firmen machen und die werden solche Monopole aufbauen, wie Google und Facebook das in der digitalen Welt sind. Und dann werden die sich ihre Verfahren patentieren lassen. Ja, und dann kommt kein anderer mehr in den Markt rein. Wenn wir nicht jetzt begreifen, so wie man in den 70ern hätte begreifen müssen, rechtzeitig in die erneuerbaren Energien zu gehen, dass das große Zukunftsmodell ist, dann werden wir dieser Entwicklung hinterherhinken. Und das Spannende ist, ich habe jetzt 3 Diskussionen gehabt, da saßen mir klassische Ökobauern gegenüber. Die haben mich völlig angegiftet, als ich das erzählt habe. Was für ein schmutziger Trick. Da versucht man die Leute über lange Zeit dazu zu bringen, moralisch was zu essen. Und jetzt kommt plötzlich eine technische Lösung. Innovation. Da muss man überhaupt nicht anstrengen. Ja. Ja. Und damit wird das. Und auch noch Gentechnik. Ja. Und ich selber habe ganz, ganz viel geschrieben gegen die sogenannte grüne Gentechnik.
gegen die Monopolbildungen, die damit einhergehen, die Umweltrisiken und so weiter. Ich bin kein Freund der Gentechnik als Gentechnik. Aber wenn ich doch erkenne, dass ich hiermit eines der größten Probleme der Menschheit tatsächlich lösen kann, und wenn ich mir dann rechtzeitig Gedanken darüber mache, wie sieht das ökonomische Modell aus, wer profitiert davon? Ja, wer baut diese Silos, in denen die Zellkulturen vermehrt werden? Wenn ich mir also jetzt nicht hinterherhinke, sondern vornherein diese Gedanken mache, dann kann ich damit was aufbauen. Das müssen Sie ja nicht essen, muss ich ja auch nicht zwingend essen. Ich kann ja auch lieber Vegetarier werden, da spricht ja gar nichts gegen. Aber wir hatten vorhin von den 200 Millionen Chinesen geredet. Die wollen nicht alle Vegetarier werden, die sind froh, dass sie keine mehr sind. Und für die ist das die Lösung. Diese Lösung haben wir hier, die sieht dann ungefähr so aus. In der Petrischale Fleisch gezüchtet. Ja. Das hier ist leider noch echtes Fleisch, ein Tartar, dafür musste ein Tier sterben. So wird das ungefähr aussehen. Das da ist auch eine Lösung. Das wäre eine Alternative dazu. Ja. Das sind Mehlwürmer und Grillen. Ja. Unglaublich proteinreich, wird auch vielfach angepriesen. China haben Sie erwähnt, da isst man auch viele solche Sachen. Die würden uns ekeln. Naja, es schmeckt so, wie es hier aussieht, ein bisschen langweilig. Aber wenn ich das jetzt paniere und mit Erdnussbutter esse, sieht das ja schon gleich also deutlich besser aus. Ich meine, das schmeckt wie ungesalzene Chips. Ja, wie ungesalzene Chips, jetzt muss ich auch. Überhaupt nichts, das schmeckt nach gar nichts. Das können Sie in Massen essen. Ja, das stimmt, ja, wirklich nicht schlecht. Kommt auch kein Dschungelcamp-Ekel auf, sondern... Man stellt sich wirklich ekelhaft oft davor aus, wenn man... Ich habe das Gefühl, ich esse ungesalzene Chips, die schmecken ja auch noch nichts. Wenn ich das Ganze jetzt salze, mit Paprika, garniere, dann könnte ich das sozusagen zum Länderspiel als Chips essen. Würde mir nicht groß auffallen, ist am ersten Mal ein bisschen komisch. Ne? Wenn die Gäste kommen, denkt man, ist ein bisschen seltsam. Aber irgendwann können das viele Leute machen. Und wie gesagt, man kann das ja auch ein bisschen dekorativer machen. Man muss ja nicht nur in Reinform. Genau, oder Riegel oder sowas. Ja. War das das erste Mal, dass Sie das gegessen haben? Ja. Aber ich habe mir oft erzählen lassen, wie es schmeckt. Okay. Und da ich ja in diesem Leben sehr wahrscheinlich nie an einem Dschungelcamp teilnehmen werde, habe ich mich allerdings, wenn ich das schon mal gesehen habe, auch gefragt. Also eklig ist das ja nicht. Nee. Wenn Sie im nächsten Leben ein Tier sein könnten, ja. Letzte Frage, ja. Welches? Also es gäbe zwei. Das ist eben gerade der Krake. Also sein halbes Leben mit Liebesspiel zuzubringen, ist natürlich eine faszinierende Vorstellung. Nachteil des Kraken ist, er wird nicht alt. Also unsere Mittelmeerkraken werden maximal 2,5 Jahre alt. Und die großen pazifischen Riesenkraken vielleicht 5. Außer die haben ein anderes Zeitbewusstsein. Und kann natürlich mit Rousseau sagen, ja, nicht derjenige hat am meisten gelebt, der am ältesten wird, sondern der am meisten gefühlt hat. Also es kann ja sein, dass sich 2,5 Jahre eines Krakenlebens so unglaublich erfüllt anfühlen, dass das schöner ist als 80 Jahre Menschenleben. Und das zweite Tier ist mein absolutes Lieblingstier, weswegen ich mal für eine längere Zeit auf den Philippinen war. Das ist der sogenannte Philippinenadler, früher hieß der Affenadler. Und das ist eines der faszinierendsten Lebewesen, so eine Art lebender Velociraptor. Also ist einer der drei größten Adler der Welt. Und der hat so eine Haube, die man so aufstellen kann. Das ist ein Adler mit graublauen Augen und einer Art Papageienschnabel, der also sehr viel auf den Ästen umherläuft. Und ein unglaublich schönes Tier. Das ist das schönste Tier, was ich kenne. Und fliegen zu können, das ist etwas, da habe ich auch, seit ich Kind bin, von geträumt. Und da ich viel zu viel Angst hatte, bisher Segelfliegen oder Ähnliches zu machen, wäre die schönste Art und Weise, mich in einen Philippinenadler zu transformieren. Herr Precht, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne.